Wenn man mal auf sein Leben zurückblickt und die Dinge mal Revue passieren lässt, die einem Schlechtes, vermutlich Schlechtes passiert sind, dann haben diese Dinge oft dazu geführt oder fast immer dazu geführt, entweder aus der Komfortzone rauszukommen, etwas Wichtiges zu lernen, also die Dinge mal richtig wehgetan haben und dadurch vielleicht eine komplette andere Richtung eingeschlagen, wo du heute sehr zufrieden bist, dass du das getan hast. Und deswegen stehe ich zu diesem Thema enorm positiv, Fehler zu machen. Also ich habe sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben, also wirklich ganz, ganz viele. Aber das gab mir auch die gewisse Stärke. Ich habe halt keine Angst mehr. Und die meisten Menschen gehen halt mit eigentlich alle Menschen, die ich kenne zumindest. Also ich kenne ganz wenige Ausnahmen, die nicht mit enormen Ängsten durchs Leben gehen. Und mein Tipp dazu, weil jeder dann sagt, ja, wie kann ich diese Ängste denn bekämpfen? Ja, stell dich deinen Ängsten.